Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Das Jahr geht dem Ende zu und ich dachte mir, ich mache einen kleinen Rückblick auf das Jahr und zeige euch meine fünf schönsten Trails, die ich dieses Jahr gefahren bin oder die fünf, die mir dieses Jahr am besten gefallen haben. Und vorher wollte ich aber euch noch fünf kurze Fails zeigen und würde sagen, wir starten einfach mal. Okay, Platz 5 war ein kleiner Drohnenunfall, als ich eine Burg gefilmt habe. Der Drohne ist Gott sei Dank nichts passiert, außer dass ich einen kurzen Schrecken hatte, aber soweit alles gut. Für mich hat sich's heute erledigt mit dem Weiterfahren. Mir hat's die Bremsleitung rausgezogen. Das ist mit dem Lift. Im Bikepark Hahnsee hier passiert. Platz 3 habe ich kurz die Strecke verlassen und endete in einem Faststurz, was dann hinterher doch noch einen kleinen Lachkreis auslöste. Die Bedingung, die man haben möchte, ist doch ziemlich. Platz 2 auch wieder so eine Nummer kurz vorm Losfahren. Und Platz 1 mein dieses Jahr Gott sei Dank auch fast einziger Sturz. Zumindest der einzige, den ich dieses Jahr gefilmt habe. Scheiße. Okay, dann geht's jetzt mal auf die Enduro. Platz 5 habe ich jetzt mal den Enduro Trail in Villingen, der ja neu dazugekommen ist und hat wirklich Spaß gemacht. Dann gucken wir uns doch mal die Schwarze hier an. Ja, sehr naturbelassene, wurzelig, steinig. Ja, obenrum wäre besser gewesen. Aber geil. Füße anständig auf die Pedale und geht jetzt aber gleich mal ein bisschen weiter runter. Cool. Und weiter geht's. Ach, schlechte Linie, Olaf. Ach, aber na gut. Ich bin jetzt praktisch bei der Erstbefahrung erstmal damit beschäftigt, auf der Piste zu bleiben. Shit. Na gut. Ah.
Hui. So, wir probieren die nächste Strecke aus. Wir sind jetzt mal auf dem Racetrack. Das ist der Racetrack im Bikepark Hahnklee, zumindest heißt die Strecke so. Macht auch richtig Laune, schön wurzelig. Und das war unsere erste Abfahrt auf der Strecke. Okay. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Ja. Ui. Ja. Ui. So, Platz 3 ist der schwarze Keiler im Bikepark St. Andreasberg. Thank you.
Hier denke ich immer, tohle si sjedu a namodřím, tyba, na tom jsem nebyl, se ani nevím. Jo, good? Good. Platz 2, die Boulder von den Rotlauf-Trails, eine wirklich richtig schöne Strecke. Dobrý. So. Ach ja, dann hatten wir natürlich noch mein Dauerfeld eigentlich das ganze Jahr, das Klappern. Und nach vielem Hin und Her suchen und ausprobieren, stellte sich dann irgendwann raus, dass das Klappern von der Kamera kam und dass sich in der Kamera irgendwas gelöst hat, wahrscheinlich das Mikrofon, was dann immer mitgeklappert hat. Naja, hat lange gedauert, bis ich den Fehler gefunden habe. Gut, Boulder, zweiter Teil. Immer wieder ein schönes Gefühl, wenn das Vorderrad
an einer Wurzel abrutscht. Ja. Yeah. Fahren. Es geht. Und natürlich Platz 1, wie soll es anders sein, meine Lieblingsstrecke Pernikowy von den Trutnov Trails. Eine Strecke, die ich immer wieder fahren könnte, die zwar nur mit Rot gekennzeichnet ist, aber die richtig Spaß macht, die immer einen guten Flow hat, dich aber auch immer fordert. So. Und noch einmal, bevor der Regen kommt, auf der Pernikowy.
Und der ist immer wieder so geil und so anstrengend, dieser Trail. Ja, das waren meine Top 5 Trails dieses Jahr und die mir am meisten Spaß gemacht haben. Es gab noch eine Menge andere Trails, auf denen ich richtig Laune hatte, die ich aber nicht so im Ganzen komplett gefahren bin, gerade auf den Totenhof-Trails. Und da gab es ja auch schon eine Menge Videos drüber. Die 5 aber, muss ich sagen, haben mir dieses Jahr richtig Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, ihr wisst, lasst gerne einen Daumen nach oben da und würde mich mal interessieren, welche Strecke euch davon am besten gefallen hat. Könnt das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wie immer Ende des Jahres, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis ins Jahr 2022. Macht's gut, ciao.